Ihr seht's, ich war mal wieder mit meinem Open unterwegs und konkret bin ich da an dem Tag um 22.20 Uhr in Zug eingestiegen und zwar von München aus Richtung Bodensee. Kurz davor in Hergatz hat er dann gehalten und ist irgendwie nicht mehr weitergefahren, keine Ahnung wieso. Und ja, es war richtig kalt. Ich bin dann aus dem Zug eben ausgestiegen und erst einmal Richtung Bodensee gefahren. Vom Bodensee aus dann durch Österreich durch in Richtung Schweiz. Ja, war richtig schön in der Nacht und manchmal kam auch so ein Schwall warmer Luft. Das war was ganz was Tolles. Und ja, generell mag ich also Nachtfahrten. Das wisst ihr ja. Ist irgendwie so ein, ja, so ein, man ist so für sich alleine und hat nur so diesen Pegel, diesen Lichtpegel von der Lampe und es ist irgendwie immer was Besonderes. Jetzt ist 3:45 in der Früh. Ich bin in Vaduz in Liechtenstein und dann demnächst in der Schweiz. Ich glaube, ich muss hier rein. Ja, es ist kalt. Ich habe mich auch schon, wir haben schon alles anziehen müssen, was ich so habe. 5 Grad oder so hat es. Ja. Und ja, die Strecke, die ich jetzt gerade fahre, die bin ich schon mal gefahren im Dezember. Da hat es geregnet wie Sau. Da bin ich quasi bis Chur die Strecke gefahren und in Chur dann anders abgebogen, als ich jetzt dieses Mal fahren werde. Über den Splügenpass. Kilometer bis Italien sind es jetzt noch 100. Es ist dann bald 5 und ich erreiche gerade die Schweiz aus Liechtenstein. Da ist man ja schnell draußen. Ja, ich bin ganz schön müde. Ich habe nämlich nicht vorschlafen können. Keine Ahnung, ich war aufgeregt. Das ist ja meine erste Tour seit weiß ich nicht wie langer Zeit. Ja, genau. Fährt sich mal wieder gut. Ist mal wieder ein Träumchen und was Neues. Habt ihr bestimmt schon gesehen. Meine neuen Bikepacking-Taschen. Mega geil. Ich habe so viel Platz, wie ich in meinem Leben noch nie hatte. Ja. Die stelle ich noch mal vor. Das sind wirklich schöne, schöne Geräte. Ich fahre weiter, glaube ich. Ich habe noch so ein paar 90 Kilometer, bis ich in Italien bin. Also, wenn ich das richtig getimt habe. So, jetzt ist es 7 Uhr und Gott sei Dank ist jetzt hell. Es ist schweinekalt. Schweinekalt und ich bin arschmüde. Richtig widerwärtig müde. Ich bin jetzt erst bei Kilometer 100, also da sollte ich eigentlich noch nicht schlapp machen. Aber ich hatte mich um 15 Uhr ins Bett gelegt, dass ich schlafen kann bis um 20 Uhr. Ja, ich habe kein Auge zugedrückt, zubekommen. Das heißt, diese Nacht habe ich halt übersprungen schlafmäßig und das ist ein bisschen too much gerade für mich. Jetzt habe ich gerade eine kleine Pause gemacht, halbes Stündal oder sogar dreiviertel Stunde. Da verfliegt dann immer die Zeit. Und jetzt nähere ich mich im schönen Berufsverkehr Chur. Und dann geht's weiter zum Splügenpass. Da hinten ist schon deutlich heller. Es ist schon taghell. Und die Sonne wird irgendwann kommen. Und es gibt immer so viel Energie. Also das ist Wahnsinn.
kaum Tageslicht, Energie. Ja, muss man eigentlich immer ausnutzen. Und diese Matzigkeit und Müdigkeit, die ich vorher hatte, die ist schon noch ein bisschen da. Aber sie ist jetzt im Hintergrund. Vorher war sie echt im Vordergrund. Da oben liegt auch Schnee auf, sagen wir mal, vielleicht 400 Meter über uns. Also man sieht, wie kalt es ist. Ich bin auf 600 Höhenmetern. Das ist einfach so geil, die Berge. Mega schön hier. Ja. Also ich muss schon sagen, ich bin mega im Arsch. Das Tageslicht hat mir, wie ich ja vorher gesagt habe, schon Energie gegeben. Aber ihr merkt schon, keinerlei Kondition irgendwie. Und dann geht alles so langsam und na, nervt mich irgendwie, weil eigentlich hätte ich ja gern mehr gemacht das Jahr. Aber das Jahr bis Mai war es ja eh scheiße, weil die Grenzen nicht offen waren. Und ihr kennt mich ja, ich will ja immer irgendwie ein großes Ziel haben, so ein Traumziel. Sonst habe ich gar keine Motivation. Jetzt esse ich mal was. Schmeckt echt geil. Keine Werbung im Sinne von bezahlter Werbung. Aber der Powerbar Bananen irgendwas schmeckt geil. Kann man wirklich lassen. So, ich habe jetzt entschieden, dass ich ein kurzes Nickerchen mache. Stündal habe ich mir jetzt meinen Wecker gestellt. Und die Sonne scheint. Ich liege zwar so halb im nassen Gras und halb auf einem kalten Stein, aber ich denke, das kann gut helfen. Jetzt halt ein Stündal schlafen und dann hoch auf den Pass. Bin einfach dermaßen müde. Da will ich mich nicht lumpen lassen. Genau. Also, so nach einer Stunde Schlaf hier in der Wiese fahre ich jetzt wieder los. Jetzt geht's auf den Splügenpass hoch und hoffe, dass ich eine gewisse neue Stärke wieder habe. Durch den Schlaf ist zwar jetzt keine Nachtruhe, die einen wirklich mit Energie versorgt, aber ist schon mal besser als nichts, hätte ich gesagt. Jo, dann fahre ich doch mal los.
geht es hier noch ein Stück geradeaus und dann irgendwann links hoch. Ich bin gespannt. Wie ihr mich kennt, habe ich mich wie immer hervorragend vorbereitet auf diese Tour. Ich weiß also alles über diesen Splügenpass, ich weiß die Gradienten, ich weiß wie viel Kurven, wie viel Steigung, ich weiß wo es auf welcher Seite es schöner ist, wo es Wirtshäuser gibt, ich weiß einfach alles über diesen Splügenpass. Vorbereitung ist alles. Jetzt wird es so richtig schön ruhig. Kaum noch Autos unterwegs. Alle fahren auch gemütlich. Ist schön. Ich hätte allerdings gedacht, dass es schon ein bisschen mehr Herbst hat. Wir sind jetzt doch schon auf einigen Höhenmetern. Wo sind wir denn überhaupt? Warte kurz. Wir sind auf 1700 Höhenmetern. Hätte ich jetzt schon gedacht. Italia. Ach, schön. Hier sind wir. Was haben so Grenzen doch für ein anziehendes Moment? Das ist doch die Schweiz. Und Italien. Mit der Aussicht, lecco mio. Grenzen haben halt einfach irgendwie. Irgendwas haben sie. Geil. Schön. Vor allem, wenn sie so offen sind. Das ist ja das Geile. Wenn die Grenzen so offen sind. Jetzt geht's ein bisschen runter und jetzt hoffe ich auf einen Espresso. Ocean of Days! Da muss ich hin.
würde ich am liebsten hier bleiben. Ist ein bisschen windig vielleicht, aber. Alter. Hammer. Was ist das für ein Berg? Fantastisch. Wunderschön. Hier zückt es mich danach auch wieder mal mit meinem VW-Bus unterwegs zu sein. Genau in so einer Gegend. Das ist mega geil zu stehen, auch im Winter, wenn hier offen ist. Ja, ein Moped, Führerschein. Ich habe auch überlegt, was ich machen soll. Ich kann mir nicht noch ein Hobby leisten, glaube ich. So geile Häuser, so uralte italienische Häuser. Americano, Cappucci und Kaffee. Jetzt ist 8:45. Ich bin ready to rumble. Da bin ich offen. Ich will mal eine kurze Kontrolle machen. Meine Lampen gehen an. Und den Modus finde ich am geilsten, weil dann hält das Ding, glaube ich, 72 Stunden lang. Ja, genau. Ich habe mich recht warm angezogen. Ich habe im Wetterbericht geschaut. Es soll den ganzen Tag bewölkt sein unten am Comersee. Und ich hatte eigentlich vor, dass ich jetzt seit einem Tag am Comersee chille. Deshalb bin ich jetzt erst so spät losgefahren, dass ich quasi da jetzt heute noch mal rumsandel und dann erst morgen ganz in der Früh weiterfahre. Dann deutlich früher. Ja, jetzt schauen wir mal, wenn jetzt das Wetter. Weiß nicht, wenn das Wetter jetzt da nicht so toll ist, dann bin ich ja mobil. Gut, dann geht's los. Jetzt gibt's einen richtig schönen Abstieg. Ich bin auf 1000 Metern Höhe. Also bin schon ordentlich abgestiegen, aber jetzt geht's noch weiter. Schön der Nebel. Und wie ich schon gesagt habe, eine schöne Mischung, ein schöner Smog. Denn nichts anderes ist es ja, wenn es so schön aus den Kaminöfen riecht und es gleichzeitig sich so ein bisschen niederschlägt in Form von Nebel. Ja. Also Tunnel sind ja nicht immer das angenehmste, aber alles gut. Wenn die Tunnel zu kurz sind, einfach in der Mitte von der Fahrbahn fahren. Da kann ich auch keiner überholen. Soll er auch nicht. Nun. So.
Ich bin gespannt, wie das nächste Dorf ausschaut. Da will ich euch unbedingt mit hinnehmen, weil die sehen einfach ganz anders aus, diese Dörfer. Die sind, keine Ahnung, ganz anders als ein Straßendorf, weil das sind sehr häufig Straßendörfer bei uns. Es schaut einfach so anders aus und so schön. Ah, und ja, da kommt einer. Das schauen wir uns doch gleich mal an. Ist einfach so schön. Das ist ja das Tolle an Europa. Boah, ist das hier schon wieder geil. Hier ist halt tolle Landschaft und eine Überformung durch Kultur und den Menschen. Ist ja alles Kulturlandschaft hier. Und die ist wunderschön. Als Mensch fühlt man sich da halt auch einfach wohl. Inhaliert es. Ich tue es auch gerade. Also ich gedacht, neben dem Stein, da ist es sicher. Keine Ahnung, wie der hingekommen ist, aber irgendwie daneben ist es irgendwie sicher. Schaut euch das doch mal an. Ist das nicht pervers? Meine Vorderbremse, die glüht jetzt auch gleich, weil ich kann ja nur mit vorne bremsen, wenn ich mit euch spreche. Mann, Mann, Mann. Wow. Ja. Ich bin jetzt auf 855 Meter, jetzt dürften dann langsam mal die Feigenbäume kommen, du. Ich muss halt noch ein Bild machen. Mein Gott, da flippe ich doch aus. Oh Mann, ich verschwöre, ich komme nicht weiter. So, und hier ist jetzt schon eine komplett andere Welt. Vielleicht erkennt man es so ein bisschen. Es ist schon alles voller Feigenbäume. Ich bin auf 370 Höhenmeter. Die Vegetation ist ganz anders. Viel mehr bewachsen und verschlungen und sonst irgendwas. Ja. Also ich muss echt sagen, der Splügenpass gehört wohl mit zu den schönsten Pässen überhaupt. Vor allem von italienischer Seite her ist es so, ja, überall schöne kleine, mal große Serpentinen, diese weite Landschaft und dann manchmal so eine enge Landschaft. Also ganz, ganz toll. Wirklich wunderschön. Auf der schweizerischen Seite war auch mega geil. Aber auf italienischer ist es ein bisschen kleinteiliger, wenn ihr wisst, was ich meine. Ist halt doch immer das Schönste, wenn man Rückenwind hat. Nur leider habe ich keinen. Naja, hätten sie ja denken können. Jetzt erhitzt sich ja gerade so ein bisschen die Luft in den Bergen. Zieht nach oben. Und somit Luft aus der Ebene an, kalte Luft aus der Ebene an, die dann aufsteigt über den Berg. Und die einzige Ebene ist hier. Hulla. Noch kein Regen. Sieht mir aber ein bisschen danach aus, muss ich sagen. Ich bin jetzt hier in ein bisschen am ruhigeren Eck vom Comer See. So eine Umgehungsstraße führt hier durch den Berg durch. Es ist schon sehr anstrengend hier zu fahren. Nicht eben hier, sondern da, wo noch der viele Verkehr ist. Ja, ist echt.
Also ich kann es echt nicht verstehen, wie man hier zu einem Radler wird, der ohne Helm fährt, wie ganz viele Italiener noch ohne Helm fahren. Ui, schaut euch das mal an. Ja, ist das schön. Gott sei Dank haben die meisten Tunnel hier in der Umgehung, dass du da nicht durchfahren musst. So, ich bin jetzt, glaube ich, mittig vom Comasee. Und ja, jetzt werde ich da mal ein Käffchen trinken. Von vorne sehe ich Regen heranziehen. Und bin zwar eigentlich auch schon so bekleidet, dass ich Regen aushalten kann, aber es kann ja nicht schaden, einen Cappuccino zu trinken. Denke ich jetzt mal. Ah. Schön, sehr schön. Jo. Also mein Plan, dass ich am Comasee einen Tag in der Sonne noch verbringe, hat ja nicht so ganz perfekt geklappt. Da schwimmt er davon. Mein Spiegel. So eine Scheiße. Ich hab's mir noch gedacht, als ich das Radl angelehnt habe. Aber dafür ist die Aussicht ganz okay. Mit so einer Kamera in der Hand irgendwo durchzufahren, aber hilft ja nichts. Viel zu warm hier. Alter. So, jetzt steig ich ab. Nicht ganz kreislig hier. So, ich bin jetzt in Como und bin jetzt ein bisschen durchgefahren. Und dann habe ich jetzt eine Pasticceria Gelateria Siciliana entdeckt. Und naja, dann bin ich jetzt mit meinem Cannoli, die Crema di Pistacchio, einem, weiß ich nicht, Panna Cotta-artigen Dingenskirchen direkt an der Hauptverkehrsstraße. Das ist wunderbar. Aber passt aus. So darf das ruhig sein. Genau. Ich schaue jetzt dann noch immer weiter, was jetzt gerade mal. Ich habe mir übrigens keinen normalen Espresso geholt. Ich habe vor geraumer Zeit, da musste ich mal am Idrosee, da bin ich mit dem Radl hingefahren und dann musste ich vom Wirt aus in der Früh einen hier Espresso mit Grappa trinken. War das Widerlichste, was ich jemals getrunken habe in der Früh. Mir hat alles, alle Armhaare etc. aufgestellt. Und naja, irgendwie finde ich es aber geil und deshalb trinke ich das jetzt öfter. Ja, die Fahrt hierher. Also, wenn man sich also überlegt, ja, 100 Kilometer, das fährt man schon relativ flott. Ich weiß gar nicht, wie viele Kilometer ich jetzt gefahren bin. Aber entlang von diesem Comasee geht es einfach nicht schnell, genauso wie im Gardasee. Es ist halt einfach in der Küste, sagt man Küste, am See, ja. Aber entlang dieser Küstenabschnitte, da ist halt alles so krass gedrängt, die Straßen so mini klein, so viel Verkehr. Der ganze Verkehr ist da, weil er nicht über die Berge geht. Das kennen wir jetzt halt so bei uns in Deutschland nicht so, aber wenn du halt einen See in den Bergen hast, Kochelsee zum Beispiel oder so, dann ist aller Verkehr natürlich, geht nur entlang von dieser kleinen Straße da drumherum. Und
naja, somit Stop and Go zum Teil, berghoch, bergrunter, berghoch, bergrunter, dann wieder eine Ampel, weil die Straße so schmal ist, dass nur eine Fiat Cinquecento durchpasst, so ungefähr. Und dann fährt aber halt der Omnibus durch. Naja, also hätte schneller gehen können, auch für mich. Ich mag das eigentlich nicht so, wenn es so lang dauert, aber naja, macht jetzt nichts. War ja trotzdem wunderschön. Und es war wirklich wunderschön. Ja, ist es so. Es ist so. Ja. Ist halt so vollgepackt. Das ist wie so ein Kulturschock, den du da bekommst. Das ist einfach. Ja, ist halt Italien, gell? Deshalb lieben wir es ja alle so. Dieses Italien. Übrigens, es hat niemand gehupt. Niemand. Also in Italien wird einfach nicht gehupt. Jetzt hat er wer gehupt. Das darf doch nicht wahr sein. Aber das war ein freundliches Hupen mit Sicherheit. Hat man schon gemerkt, da ist kein Druck dahinter. Verpiss dich von der Straße, du Arschloch, sondern so wie bei uns. Und das war ein nettes, freundliches Servus oder Achtung, ich überhole. So, ich muss jetzt aufhören zu reden, ich muss essen. Jetzt kommt auch noch die Sonne raus. Ist das nicht schön? Ich muss gestehen, seit Como ist das für mich ein bisschen ein Arbeitsauftrag, den ich halt einfach mache. Ich radel gerade Richtung Bergamo. Ah, ich bin in Bergamo. und den Iseo-See. Und von da geht es dann ja, erst morgen weiter. Was ist das hier für ein geiler Fluss? Das sieht eigentlich mit, bin ich so weit oben oder was? Entscheidend. Ja, wunderbar. Auf jeden Fall radel ich zum Iseo-See. Vom Iseo-See dann morgen weiter wieder nach Norden, um die Runde schön zu schließen. Was hier? Capora. Dann bin ich jetzt im Landkreis Bergamo, glaube ich. Ja, es war jetzt nicht so mega geil, die Strecke. Auch wenn dieses das Hinterland quasi schon auch schön ist, aber ja, primär gerade für mich so eine Strecke, wo ich mal ohne ständig Pause machen zu müssen einfach durchgeradelt bin. Das ist auch mal nicht schlecht, wenn mal eine Landschaft ein bisschen mehr geizt mit Schönheit. Jo. Genau. Außerdem, auch wenn es Samstag ist, ja, 17 Uhr oder was ist es, ist mega viel Verkehr und es waren alles so kleine Scheißstraßen. Kaum Radwege. Durch Bergamo bin ich ja schon mal durch und ich fand es dann da mega schön. Bin aber weiter. Da bin ich übrigens in einem Stück von München über das Inntal, also ein Fernpass, Inntal, St. Moritz, Maloja-Pass, Comasee, östliche Seite, zum Gardasee nach Lazise gerade. Es waren, glaube ich, 520 Kilometer oder so. Das war behindert, aber war geil. An einem Stück, da habe ich gar keine Pause gemacht. Also keine längere. Ja, genau. Derzeitiger Fitnesszustand würde das jetzt nicht zulassen. Auch wenn diese Strecke, von der ich jetzt gerade gesprochen hatte, ein kleineres Höhenprofil hatte. Aber könnt ihr euch anschauen. Ist in meiner Videothek oder bei meinen Videos ja drinnen. Ja.
Wenn ich so genau drauf schaue, könnte es stimmen, dass ich komisch gehe. Ich habe meine Freundin und viele andere. Ich habe sie mal negiert. Schön. Irgendwie so viel Betrieb. Das wäre alles normal, wenn ich ungefähr ein Drittel Masken an hätte. Buongiorno. Aus Bergamo. Um 8.40 Uhr bin ich losgeradelt. Dritte Etappe. Und es geht wieder in die Berge rein. Ich fahre zum Iseo-See. Und wenn ich den erreicht habe, geht es weiter nach Norden. Und zwar Richtung Meran. Ja, es ging nicht anders. Ich musste mal wieder nach Meran. Und das Schöne ist, ich habe dann einen Tag meine Ruhe und danach kommt derzeitiger Planungsstand mein Bruder für ein paar Tage. Ich bin guter Dinge. Hab mir sogar ein frisches Jersey angezogen. Okay? Das heißt, es ist doch mal was. Gut. Wunderschön. Die Sonne. Oh yes. Yes. Ah, ist das geil. Und dann nach hinten auch. Endine Gaiano, Enden Gaia. Ich muss mich mal informieren, wieso da zwei Sprachen draufstehen. Es war irgendwie, glaube ich, schon in der gesamten Lombardei so. Oder erst so ab Bergamo. Gibt es ja auch irgendeine Sprachminderheit. Sowas wie die Ladiner, einen ladinischen Dolomiten. Es ist wirklich schön gerade, aber schön langsam. Dürfte mal es etwas wärmer werden. Sag mal meine Geschwindigkeit. Passt.
Also die grobe Richtung ist, glaube ich, klar. Dann nach hinten. Bin jetzt so auf 450 Höhenmetern und muss noch auf 1880, der Passo Tonale. Kenne ich nicht, keine Ahnung, wie der ist. Aber wenn ich den erreicht habe, geht es bergab. Anstiegstechnisch ist das jetzt schon noch mal ein bisschen was. 5 geschätzte Stunden. Vielleicht unterschätze ich es auch oder überschätze es, keine Ahnung. Ja, ich weiß jetzt nicht, ob das hier für Rennräder gedacht ist. Aber schön. Sehr schön. Ja, ist jetzt nicht alles Gold, was glänzt. Aber es stinkt auch nicht alles, was noch scheiße ausschaut. Also diese Keramik-Dachziegelteile hier, die beunruhigen mich dann schon. Die sind nicht schön für die Reifen. Ach, hör doch jetzt auf. Kruzifix. Ja, das sind halt so Kleinigkeiten, die halten einen dann halt ein bisschen auf. Diese Kirchen sind auch gänzlich krank hier. Ich weiß auch nicht, wieso die Architektur da so ist, dass die so unfassbar hoch gebaut sind. Und dafür eher schmal. Was das für einen Grund hat, ob das jetzt einfach nur das Spektakel erhöhen soll oder ob das irgendwie einen Grund hat wegen Schnee oder sonst irgendwas. Wo ist Corner? Freunde, es ist gerade mega. Mir scheint die Sonne richtig geil in den Rücken. Dieses Bergpanorama. Adamello Brenta Gruppe. Irgendwie verbinden sich diese zwei Namen so ein bisschen miteinander. Mega massive Dinger. Da auf der anderen Seite von den Bergen ist das Etschtal. Ich glaube nicht direkt, aber in die Richtung. Ich habe mega Ahnung, ihr merkt es. Ja. Ich schraube mich jetzt gerade den Passo Tonale hoch. Wenn ich ganz ehrlich bin, habe ich gar keinen Bock. Ich würde jetzt lieber da unten irgendwo sitzen und Maronis essen, in der Sonne schmurgeln und ein Bierchen trinken. Aber das kann ich mir und meinem morgigen Ich nicht antun. Somit auf den Tonale fahre ich jetzt hoch. Es sind noch 500, 600 Höhenmeter. Und dann entscheide ich, wie ich weitermache.
bin ich jetzt schon oben. Da geht es noch ein bisschen hoch. Ist ja gecheatet hier. Das haben sich doch die da hingestellt, damit sie ein bisschen Käffchen verkaufen können. Da bin ich mir noch fast sicher. So. Aber diverse Aufkleber sind da auf jeden Fall. So. Ja, mir ist so arschkalt. Bin ich hier oben am Passo Tonale und trinke erst einmal Pfefferminztee. Leider gab es keinen Halbrücken. Mit zwei Backgeizungen. Ja, und es ist wirklich wunderschönes Wetter. Ich meine, vielleicht hole ich mir einfach eine Bude und mache dann morgen eine gemütliche Abschlussrunde über zum Beispiel den Mendelpass. Könnte ich mir jetzt ehrlich gesagt ganz gut vorstellen. Auch wenn ich mir jetzt Energie reinschaufel in Form von Sugar. Es ist ja arschkalt hier. Und jetzt geht's, wenn ich das richtig sehe, fast 40 Kilometer an Berg runter. Kann ich mir jetzt nicht ganz vorstellen. Ich glaube, da werde ich schon nochmal hochfahren müssen irgendwo. Aber auf jeden Fall bis zum Ort meiner Entscheidung, welchen Pass ich nehme, sind 40 Kilometer. Dann ziehe ich mich jetzt warm an. Schön mit Fleece-Pulli, den ich eigentlich nur anziehen wollte, wenn ich zivil quasi unterwegs bin. Also ohne Radkleidung, aber hilft ja nichts. Alles zu machen. Okay. Ja, es ist kalt, es ist kalt. Ja, spinn's. Bist du damit? Ja, leck, liegt da schon schön Schnee. Boah, ist mir kalt. Oh, ich sterbe gleich. Es ist sowas von kalt. Das muss jetzt aufhören. Oh Gott. Bozen 92 Kilometer, ja, um Gottes Willen. Oh. Freunde, das ist wirklich wunderschön. Unglaublich. Schaut mal darüber. Mir frieren nur leider meine Hände ab. Also mir friert alles ab, aber meine Hände auch. Und die brauche ich noch zum Bremsen und so. Also werde ich jetzt halt nicht ganz so viel für euch bereithalten können. Oh Gott. Meine Finger. Oh. Eine Pein, aber eine süße Pein. Schon geil. Mega geil. Ich weiß nicht mal, wo ich bin, aber irgendwo auf der Strecke auf jeden Fall. Und in Südtirol. Ja, also ich sage so. Alto Adige Trentino. Also ein Trentino. Ich bin auch gerade an was Seltsamem vorbeigekommen. Und zwar lauter Partymusik und halbnackte Menschen in einem Hotel. Fast hätte ich die Bremse gedrückt, aber hab's dann doch nicht gemacht. Da will ich nicht halten. Vermutlich ist es schon ein bisschen wärmer geworden, aber ich habe übrigens eine Entscheidung getroffen. In Di Naro, oder heißt es Di Maro, da werde ich mir ein Hotel nehmen. Und wieso? Weil ich es kann. Und was mache ich dann da?
außer schlafen. Ich kann mich noch erinnern, auf meiner Finchgau-Idrosee-Tour habe ich in dem Ort auf einem Feld oder einem Garten, was nicht, eine Wiese, habe ich meinen Bivi aufgeschlagen. Bin aufgewacht, weil es geregnet hat. Konnte dann nicht mehr schlafen. Bin dann aufgestanden um 4 oder was. Wird langsam hell. Und dann kam das Tolle. Es roch nach frischem Gebäck. Und dann bin ich an dem Bäcker vorbeigefahren. Und er hatte zu. War tot. Das könnte jetzt aber sein, dass ich diesen Bäcker wieder treffe. Morgen. Zu einer Zeit, wo dieser Mensch nicht zu haben kann. Das wäre jetzt so mein im Schnellen gefasster Plan. Ja, schauen wir doch mal. Ich hoffe, dass da ein Hotel irgendwie verfügbar ist. Muss jetzt gleich mal schauen. Ach schön. Da bin ich. Ist halt faul, bin ich jetzt schon, gell? Ich habe mir jetzt gerade ein Hotelzimmer genommen. Und bevor ich mich jetzt duschen konnte, habe ich mich gleich entschieden, dass ich jetzt zum Pizzabändler vorgehe. In meinen ekelhaften Klamotten. Das kann ja was werden. Aber ich glaube, wir sind es hier gewohnt. Das ist das Val di Sole, da hat man sowas öfter. Bin ich mir sicher. Aber ist mega schön. Und eine Sache noch. Die Abfahrt, mir war ja arschkalt. Aber mega gut. Es ist halt wirklich absolut dicht. Es ist absolut winddicht, das Jackerl. Und ich habe da drunter einen Fließpulli. Und unter dem Fließpulli, nee, diese Jacke. Dann die zweite Jacke. Und dann darunter einfach einen Fließpulli. Und dieses Zwiebelsystem ist halt einfach, ja, es gibt nichts Besseres als ein Zwiebelsystem. Und das hat gut geklappt. Es war einfach nur arschkalt. An den Händen habe ich einfach nicht die richtigen Handschuhe dabei. Gutes Nächtle. Ich habe mich entschieden, ich nehme einen Mendelpass. Dann fahre ich dann einfach schön durch dieses sonnenbeschienene Tal zwischen Meran und Bozen entlang, werde aufgewärmt, trinke ein Käffchen hier und dort. Oh, das hört sich doch, finde ich, ganz gut an. Und der Mendelpass soll ja auch schön sein. Schaue ich mir den doch mal an. Ja, aus dem Val di Sole müsste ich jetzt draußen sein. Und jetzt geht es schon langsam Richtung Mendelpass. Ich freue mich. War eine gute Idee, dass ich das nicht gestern gemacht habe. Ich hätte ja gar nichts mehr davon gehabt. Es wäre schon arschdunkel und kalt gewesen. Und ja, das ist halt Herbst. Wird es halt schnell dunkel. Gut. Also hier riecht es für mich nach Südtirol. Reife Äpfel oder überreife Äpfel, die am Boden liegen. Ein leicht süßlicher Apfelgeruch. Ah, dann dieses Kaminfeuer
Oh. Wunderbar. Also ich weiß jetzt zwar nicht, wieso mich Komoot von dem Dorf, anstatt hier außen rum zu führen, nach unten geführt hat und dann wieder unfassbar steil nach oben. Bin jetzt fast gestorben. Aber was ich sehe, gefällt mir sehr gut. Ein wunderschöner Gemüsegarten. Ist der nicht toll? Ein Gewächshaus, Tomaten und was auch sonst noch so, das kann ich leider nicht erkennen. Ein bisschen Lauch. Hier vorne ist Lauch. Salate, dann Freiland, also Tomaten, die im Freiland wachsen, die schauen natürlich schon ein bisschen aus, braunfäule technisch. Dahinter Himbeeren, unter den Tomaten diese Tagetes oder Tagetes, weiß nicht, wie man es ausspricht, die Schädlinge fernhalten. Auberginen, Paprika. Ach, das ist wunderbar. Wenn ich mal groß bin, dann habe ich auch sowas. Noch einmal ein kleines Päuschen, und man sieht, wo ich herkomme. Das ist die Brenta-Gruppe. Ich bin gerade auf 1084 Höhenmetern und ich komme von da hinten und im Endeffekt von ganz da hinten. Ziemlich geiles Panorama hier, weil es richtig schön deutlich ist. Sehr schön. Eine schöne, reife Feige aus Bergamo. Ja, ist es. Reif? Ja. Zu reif? Ja. Schade. Naja, bisschen viel Alkohol drin. Aber immerhin noch ein Feigengeschmack. Vielleicht ist es ja eine Alkoholfeige, wer weiß. Fast schon unnatürlich perfekt, dieser Radweg auf den Mendelpassau. Irgendwie strange. Wiederschauen in Trentino. Guten Tag, Südtirol. Schön. Servus. Ah. Servus. Ach, es tut so gut. Ich bin jetzt mehr als glücklich, dass ich hier an der Edge entlang fahren kann. Es ist halt ein Stückchen Heimat irgendwie. Den Radweg bin ich schon so oft gefahren.
Und es ist aber immer wieder schön. Sehr schön. Ruhig und schön. Noch ungefähr 15 Kilometer und ich bin in Meran. Dann gibt es noch einen kleinen Aufstieg in mein geliebtes Finchgau. Ja. Und dann warte ich mal, dass mein Bruder mal ankommt. Ja. Vielleicht esse ich auch was Feines heute. Ihr seht vielleicht nicht, dass ich unter meiner Brille meine Augenbrauen gerade lustig anhebe. Weil natürlich werde ich was Feines essen. Das schaut schon herrlich ungesund aus. Eine Maroni-Nusstorte und ein Café Coretto mit Grappa. Ja, den knall ich mir jetzt rein. Ich habe ja immerhin noch Salat gerade gegessen, gell? Also alles gut. Guten Morgen, es ist 7:30 am Sonntag. 7:30 am Sonntag und morgen um die Uhrzeit darf ich in der Arbeit sein. Also sind wir auf dem Heimweg. Dadi und ich sind losgefahren und jetzt durch Finchgau durch, einen Raschenpass und schauen wir mal, wie weit wir kommen. Zur Not steigen wir einfach in den Zug ein. Oder ja, fahren durch. Nee, durchfahren wir nicht. Aber wir schauen mal, ob wir bis nach Mittenwald fahren können. Und dann im Zug. Es ist recht frostig. Wir haben recht viel an, was wir dann später wieder ablegen dürfen. Denn es erwartet uns ein wunderschöner Tag. Mit bis zu 16, 17 Grad hier im Finchgau. Am Reschenpass da natürlich weniger, aber das soll uns nicht stören. Der Dario, servus, der Dario und ich sind, glaube ich, ganz gut
genährt die letzten Tage. Waren zwar viel unterwegs, zweimal wandern, einmal über 20 Kilometer, gestern 10. Ja. Aber da haben da einmal uns gut verpflegt. So, jetzt sollte das alles passen. Ja, wenn ich hier herbstel, das schön. Der Raureif liegt zum Teil auf den Getreideähren und auf den Bäumen. Es riecht gut. Sehr schön. Wenn sich der Dario gerade umzieht, weil es dann so dermaßen warm geworden ist, geht das über den Helm? Naja, lass mal ihn mal selber rausfinden, dass das nicht geht. Da unten ist das schöne Oberfinchgau. Und wir sind auf direkten Wege rauf auf den Reschenpass. Wir sind auf 1100 Höhenmetern ungefähr und 1500 ist er hoch, also ein Kleckschen. Was ich so schön finde, jedes Mal wieder an Mals, sind diese ganz vielen verschiedenen Kirch- und Burgtürme. Und die sind ja auch verschieden alt und haben schöne Risse drin und schauen einfach richtig, richtig toll aus. Ja, was bleibt mir noch zum Sagen? Dass ich, weil ich jetzt gerade dieses Video mache, keine Zeit habe, mich auszuziehen. Und somit werde ich jetzt dann gleich dermaßen schwitzen, dass ich mich verfluchen werde. Aber es hilft ja nichts. Man muss ja auch ein bisschen was dokumentieren. Und jetzt gibt es ein bisschen Mangiare. Der Dario übrigens vollends ausgestattet. Eigentlich könnte ich zum Dario sagen, dass er der Nico 2 ist. Weil alles, was er hat, ist meins. Mein altes Zeug. Und somit muss man nichts wegwerfen. Und das ist doch genau, wie es sein soll. Also, was gibt's jetzt? Finchgall mit Maronimus. Wunderbar. Mit Maroni-Creme. Und Butter. Ein bisschen Mies auch noch dazu? Nein. Da flippst doch was, oder? Ist das schön. Ja. Wo haben wir denn da?
der Reschensee. Kurz vorm Glück eines letzten italienischen Cafés. Ja komm, auf! Ups! Ja, Grei, Zackel, Birnbaum und Hollerstauden. Ja, hörst du auf? Hörst du auf? Noch einmal einen Blick zum Ortler. Wir machen jetzt noch einen kurzen Einkehringmeier beim Getränkewurstel Bibite. Wer den Reschenpass schon mal gefahren ist mit dem Auto oder Radl, der weiß, von wem ich spreche. Da gibt es einen extrem krassen Kaffee. Schmeckt wahnsinnig geil. Richtig dreckig. Der knallt dir sowas von, knallt dich sowas von wach. Das ist unfasslich. Ich weiß nicht, das ist, wahrscheinlich ist der Kaffee irgendwie schon, ja, hundertfach geröstet oder so. Der ist bestialisch. Magst du draußen sitzen bleiben und ich hol dir einfach was? Cappuccino und Tür. Ja, auch auf die Gefahr hin, dass bei Minute 73 keiner mehr zuschaut. Ein kleiner Hinweis, wenn ihr Bock habt, mir oder dem Dario einen Kaffee auszugeben für die nächste Fahrt, dann könnt ihr das sehr gerne tun. Da freue ich mich natürlich sehr drüber. Und zwar gibt es da die coole Funktion von Buy Me a Coffee. Da blende ich euch oben einen Link ein. Da könnt ihr mir einfach einen Kaffee spendieren. Der steht für 5 Euro und das werde ich sehr, sehr gerne genießen. Ich danke euch schon mal. Vielen Dank. Und bei jedem größeren Video danke ich natürlich allen Unterstützern hinten in den letzten Sequenzen mit ihrem Namen, Vornamen, Nickname, was auch immer, für ihre Unterstützung dieses Kanals. Schön. Das kann man lassen, das kann man lassen. Kann man lassen. Lassen. La la lassen. Hatten du du du, hatten du du du. Kann man das lassen? Ja, logisch. Er sagt auch, das kann man lassen. Noch 15 Kilometer bis Telfs, dann geht es einmal im Berg rauf Richtung Leutasch und dann nur noch bergab. Da freuen wir uns dann schon drauf. Wir haben einmal den Radweg verpasst, deshalb sind wir jetzt hier auf der Bundesstraße, aber ist okay, wir passen auf alle.
der Schatten. Das Putzelein ist gerade nicht aus den Klicks rausgekommen und hat sich mit der linken Hand abgefangen. Und das tut ihm ganz schön weh. Hoffen wir mal, dass es nicht wirklich übel verstaucht ist. Jetzt haben wir den Sattel passiert und jetzt geht's bergab nach Leutasch durch eine wunderschöne Gegend. Es ist richtig schön hier. Schnell können wir nicht fahren wegen Darius womöglich verstauchter Hand. Da kann er kaum Gewicht drauflegen. Sprich, wir fahren so langsam, dass er mit der Hinterradbremse bremsen könnte. Und wir verdursten fast, wir brauchen unbedingt was zu trinken. Boah! Boah, ist das kalt da. Lecko mio. Crazy. Es ist so schön. Sag mal, wie viel Grad hat es denn jetzt hier? Du bist ja widerwärtig. Meter bis nach Mitte, nein. Also, nee. Es sind noch 12 Kilometer. Haben wir denn noch? Sind wir bald.